Heute mache ich ein Dessert und zwar eine Blutorangen-Quarkspeise. Ich benutze 500 Gramm Quark, ein Päckchen Schlagsahne, zwei Blutorangen und ca. 30 Gramm Zucker. Manch einer mag es süßer, dann halt etwas mehr. So, jetzt werden zunächst mal die Orangen gesaftet. Jetzt eine ganz schöne Menge Saft gewonnen. Den brauchen wir dann gleich. Jetzt wird dann zunächst mal die Sahne geschlagen. Meine Sahne ist super steif geworden. Jetzt wechsle ich mal erst den Haken in meiner Maschine. Denn jetzt wird nur noch untergerührt und nicht mehr geschlagen. Jetzt wechsle ich meinen Haken. Nehme also ein anderes Rührelement. Und zwar, ich möchte ja jetzt nicht mehr schlagen. Ja, richtig rum sollte ich das schon reintun. Ich möchte dann jetzt nicht mehr schlagen, sondern nur noch rühren. Okay. Jetzt füge ich löffelweise den Quark hinzu. Und auf kleiner Stufe rühren. Also mein Quark ist drin. Hab das Dessert jetzt mal angerichtet. Einfach noch einen Löffel Biskuit dazu gesteckt, ein paar Schokoladenstreusel oben drauf. Und das ist richtig lecker. Man kann natürlich auch ein anderes Plätzchen dazu geben oder was einem gerade so einfällt. Vielleicht noch eine Scheibe von einem Obst, ein Stück von der Grapefruit oder ähnliches. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und es schmeckt. Bis bald. Tschüss.